So, ihr Lieben, im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich eine stehende Welle auf einer Schraubenfeder erzeugt habe. Und genau darum soll es jetzt gehen. Ich möchte mir mit euch nochmal die Entstehung von stehenden Wellen anschauen. Das heißt, die Überschrift lautet stehende Wellen. Und ihr braucht jetzt auch schon gleich dieses kleine Blatt, das ihr da drunter klebt. Stehende Wellen können nicht nur mit so einer Schraubenfeder oder auf einer Schraubenfeder erzeugt werden, sondern eigentlich auf jedem Wellenträger. Und wir schauen uns dazu zwei Wellen an, die aufeinander zulaufen. Und man könnte sich da zum Beispiel auch vorstellen, wir schauen uns einen ganz großen See an. Und auf der einen, an dem einen Ende des Sees werfe ich einen Stein ins Wasser und gleichzeitig auch am anderen Ende des Sees, und dann entstehen hier rund um diesen Auftreffort vom Stein Wellen. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Steine sind jeweils immer identisch und die Steine werden hier mit einer gewissen Frequenz ins Wasser geworfen. Das heißt zum Beispiel, alle 3 Sekunden werfe ich einen neuen Stein ins Wasser, der wieder genau identisch zum ersten Stein ist. Und dann entstehen hier Wellen, die aufeinander zulaufen, von diesem Stein rüber zu dem und andersrum. Und diese Wellen haben alle dieselbe Amplitude. Sie haben dieselbe Wellenlänge. Und weil ich ja immer den Stein im selben Zeitabstand hier aufs Wasser werfe, haben sie auch dieselbe Erregerfrequenz. Und immer wenn diese drei Dinge zutreffen und zwei Wellen aufeinander zulaufen, dann entsteht hier zwischen diesen Wellenerregern eine stehende Welle. Gut, wir halten fest. Laufen. Zwei Wellen mit derselben Wellenlänge, Amplitude und Erregerfrequenz aufeinander zu. Interferieren sie, und zwischen den Wellenerregern, entsteht eine stehende Welle. Das heißt, wir müssen auch jetzt mal davon absehen, dass durch irgendwelche Reibungseffekte die Amplitude natürlich kleiner wird, wenn ich so einen Stein auf eine Wasseroberfläche werfe. Okay, das heißt, diese stehende Welle ist wichtig, das unterstreichen wir mal. Und jetzt schauen wir uns in diesem kleinen Abschnitt an oder in diesem kleinen Bild, wie das Ganze funktioniert. Das hier ist jeweils eine Momentaufnahme des Wellenträgers, das heißt ein Foto von unserer Wasseroberfläche, so von der Seite, wenn man sich den See durchgeschnitten vorstellt. Und zu Beginn sind die beiden Wellen noch voneinander entfernt, das heißt die erste Welle ist noch gar nicht da, wo die zweite Welle ist. Hier dazwischen ist die Wasseroberfläche noch in Ruhe sozusagen. Dann treffen diese beiden Wellen langsam aufeinander und zum Zeitpunkt T3 liegen sie jetzt schon wirklich übereinander. Das heißt, die grüne Welle ist jetzt schon bis hier gekommen, die blaue Welle ist bis hier gekommen. Hier in der Mitte liegen gerade Wellental auf Wellental. Wir addieren die Amplituden und es entsteht eine resultierende Welle mit doppelter Amplitude. Ganz wichtig, das, was jetzt hier gepunktet ist, das sehen wir nicht mehr. Wir sehen immer nur noch die rote resultierende Welle, und ja, deswegen übermale ich das auch mal nochmal so ein bisschen in weiß,
damit wir wirklich verstehen, dass man nur noch das Rote sieht. Dann zum Zeitpunkt T4 sind die Wellen wieder weitergekommen. Die grüne Welle bis hier, die blaue Welle bis da. Und wenn diese Wellen sich weiter ausbreiten, dann haben wir zum Zeitpunkt T4 gerade den Fall, dass hier ein grüner Wellenberg auf einem blauen Wellental liegt. Also das können wir wieder nicht sehen. Ich weiß nicht, warum das nicht gepunktet dargestellt ist. Was wir nur sehen können, ist die resultierende Welle hier dazwischen. Und zum Zeitpunkt T4 haben alle Wellenteilchen gerade die Amplitude 0. Das heißt, sie schwingen gerade durch die Gleichgewichtslage oder befinden sich eben in der Gleichgewichtslage. Zum Zeitpunkt T5 ist die Welle noch weiter gekommen, sowohl die grüne als auch die blaue. Es trifft wieder Wellental auf Wellental und umgekehrt. Und unsere resultierende Welle hat jetzt jeweils hier eine doppelte Amplitude. Ganz wichtig, den Teil sehen wir wieder nicht. Und hier links und rechts davon ist eben die andere Welle noch nicht wieder angekommen. Das heißt, hier ist keine oder ist noch keine stehende Welle. Die stehende Welle ist im Moment nur in diesem Bereich. Zum Zeitpunkt T6 ist dann die blaue Welle fast komplett hier drüben rechts angekommen. Die grüne Welle auch fast ganz links. Wichtig wieder, den Teil können wir nicht sehen. Und zum Zeitpunkt T6 ist es wieder so, dass die Wellen destruktiv interferieren und die resultierende Welle gerade wieder die Amplitude 0 hat. Also, das hier dazwischen nennt man stehende Welle. Und jetzt die Frage, warum stehende Welle? Ihr habt es vielleicht schon im Video gesehen. Bei dieser stehenden Welle hat man nicht mehr das Gefühl, sie läuft irgendwie von rechts nach links oder umgekehrt, sondern das sind nur noch einzelne Wellen. Bäuche und Täler, die so von unten nach oben schwingen, wie man es jetzt hier sieht in der Mitte. Und es gibt eben Punkte, einzelne Wellenteilchen, die dauerhaft in Ruhe sind. Und das wäre zum Beispiel dieses Wellenteilchen. Das heißt, diese Wellenteilchen oder diese Orte, die sind dauerhaft in Ruhe und bei einer stehenden Welle nennen wir diese Orte Knoten, einfach weil sie sich gar nicht mehr bewegen. Also wir schreiben, es gibt ortsfeste Stellen, die nicht schwingen. Und deren Amplitude 0 ist. Und die heißen Knoten. Ich habe es rot markiert, deshalb unterstreiche ich es jetzt rot. Gut, gleichzeitig gibt es aber auch solche ortsfesten Stellen. Blau ist vielleicht ungeschickt. Gibt es auch ortsfeste Stellen, die wirklich immer maximal von unten nach oben schwingen. Und das wäre zum Beispiel dieser Ort, also der Ort, zu dem dieses Wellenteilchen gehört. Das schwingt erst von unten durch die Ruhelage nach oben. Oder auch diese Wellenteilchen. Und die nennt man Bäuche. Also, ich markiere mal wirklich den Ort sozusagen entlang der X-Achse, auch wenn ich da jetzt nicht immer ein Wellenteilchen treffe, mit so einem Pfeil noch, dass das eben schwingt. Und übrigens gefällt mir das nicht, wie ich das hier geschrieben habe. Ich möchte dazu Schwingungsknoten sagen. Ein Schwingungsknoten. Und es gibt ortsfeste
feste Stellen, die maximal schwingen und eine maximale Amplitude besitzen. Und dazu sage ich Bauch, ja, weil es eben wie so ein Bauch von oben nach unten schwingt. Na? Jetzt. Okay, also hätten wir geklärt, wie so eine stehende Welle zustande kommt. Und jetzt schauen wir uns mal noch ein paar Beispiele an. Und zwar mit diesem kleinen Blatt, das ihr jetzt bitte auch nochmal darunter klebt. Ihr müsst hier keinen Abstand lassen. Ich wusste nur nicht, wie lang mein Text wird. Deswegen könnt ihr auch da direkt darunter jetzt kleben. Also jetzt mal ein Beispiel. Das Beispiel, was wir gerade hier oben hatten mit diesen beiden Steinen, die ich ins Wasser werfe, das wäre das Beispiel, dass ich zwei lose Enden habe. Denn ich habe hier einen Wellenerreger und hier einen Wellenerreger. Das heißt, man sagt dann, beide Enden sind lose, weil hier sozusagen immer wieder eine neue Schwingung entsteht. Also wir schreiben mal hier dazu, das ist die B, schreibt man dazu. Beispiel wäre zwei Steine werden ins Wasser geworfen, aber auch also das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel wäre eine Flöte. Okay, ich sollte es lassen, eine Flöte zu malen. Also eine Flöte, und zwar puste ich ja natürlich von oben in die Flöte rein und unten ist meine Flöte nicht geschlossen. Was schwingt überhaupt in meiner Flöte? Das ist die Luft, und man kann sagen, nehmen wir an, hier wäre das obere Ende der Flöte, ich blase in die Flöte rein. Und hier unten wird diese Luft sozusagen, die ich durch die Flöte blase, reflektiert, obwohl die Flöte ja nicht geschlossen ist, aber trotzdem findet hier eine Reflexion statt. Die Flöte ist eben so konstruiert, dass es funktioniert. Und dadurch entsteht dann eine Reflexion an einem losen Ende, und die Luft, die ich hier reinschicke, die wird am offenen Flötenende reflektiert, läuft hier zurück, und dann entsteht eine stehende Welle in der Flöte, weil es ist ja nicht so, dass bei der Flöte hier einer reinpustet und da und dann so der Ton entsteht, sondern man spricht da tatsächlich von einer Reflexion. Das heißt, hier puste ich rein, diese Welle breitet sich nach dahin aus und die Reflexion breitet sich nach links aus, und dadurch entsteht in einer Flöte eine stehende Welle. Gut, genau so entstehen nämlich die meisten stehenden Wellen, indem ich nur einen einzelnen Wellenerreger habe und die Welle dann an einem Ende reflektiert wird, zurückkommt und sich mit der Welle überlagert, die sozusagen angeregt wurde. Das wäre das Beispiel C. Das habe ich euch vorgemacht. Da hatte ich hier meine Hand, habe diese Feder angeregt. Die Welle hat sich ausgebreitet, wurde hier reflektiert, kam zurück. Und durch diese Reflexion hat sich dann die stehende Welle auf meiner Feder ausgebreitet oder ist auf der Feder entstanden.
Das heißt, das wäre als Beispiel ein einseitig eingespannte Feder oder auch ein Schraubenfeder oder auch ein einseitig eingespanntes Seil. Genau. Und jetzt hätten wir noch ein anderes Beispiel. Und zwar haben wir da zwei feste Enden. Auch da entsteht eine stehende Welle. Allerdings ist das so, da ist jetzt die Frage, wo ist denn überhaupt hier der Wellenerreger? Weil wenn dieses Teilchen fest ist und dieses Teilchen fest, ja, wo errege ich dann überhaupt meinen Wellenträger? Und da können wir uns drunter vorstellen, tatsächlich eine eingespannte Saite bei einer Gitarre oder bei einer Bratsche. Und ich muss dann die Welle erregen, indem ich zum Beispiel diese Saite einfach anzupfe, das heißt so einmal auslenke, loslasse, dann entsteht hier eine Welle, die breitet sich in die eine Richtung und in die andere Richtung aus, wird hier und da reflektiert. Und diese Reflexionen laufen dann auch wieder von beiden Rändern in die Mitte, überlagern sich und es entsteht eine stehende Welle. Das heißt, bei A wäre das Beispiel eine eingespannte Gitarrensaite. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache dazu schreiben, denn wir sehen natürlich schon, wenn ich ein festes Ende habe, dann zwinge ich meiner stehenden Welle eine spezielle Geometrie auf, denn an einem festen Ende entsteht immer ein Schwingungsknoten, weil diese Wellenteilchen hier ja gar nicht nach oben und schwi unten schwingen können. Das heißt, am festen Ende entstehen Knoten. Dann das Beispiel aus dem Video zuvor. Da war nur ein Ende eingespannt, das andere war lose. Das heißt, hier habe ich diese Feder bewegt. Und klar ist dann natürlich, an so einem losen Ende entsteht ein Bauch. Am losen Ende entsteht ein Bauch. Ja, das muss ich jetzt hier gar nicht mehr dazu schreiben, weil hier habe ich jetzt einfach natürlich zwei lose Enden. Das heißt, hier puste ich einmal rein, da entsteht ein Bauch und hier am Ende der Flöte entsteht auch ein Bauch und das ist ja genau dasselbe wie hier oben. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann kann da und da eben auch der Schwingungsbauch entstehen. Okay, oben drüber, wir brauchen jetzt doch noch hier eine Zeile Platz. Wir schreiben, wird eine Welle am festen Ende reflektiert, am festen oder losen Ende reflektiert. Reflektiert, bildet sich, und das ist wichtig, immer eine stehende Welle. Und jetzt ist die Frage, warum eigentlich immer? Und es ist ja klar, wenn die Welle reflektiert wird, entweder an einem losen oder an einem festen Ende, dann hat meine reflektierte Welle genau dieselbe Amplitude wie die einlaufende Welle. Sie hat genau dieselbe Wellenlänge wie meine einlaufende Welle und natürlich genau dieselbe Erregerfrequenz. Und dann muss ich eine stehende Welle bilden. Eine Seite haben wir übrigens auch noch hier oben vergessen. Und zwar wollte ich hier oben noch mit euch einmal ganz kurz den Abstand zwischen zwei Knoten beziehungsweise zwischen zwei Bäuchen vergleichen. Und ich sehe gerade hier oben könnte man schon auch noch mal mehr
Bräuche einzeichnen, nämlich hier ist auch noch einer. Und hier. Gut, die anderen sehen wir noch nicht. Und wenn man jetzt den Abstand zwischen zwei Bäuchen oder zwischen zwei Knoten sich anschaut und das vergleicht mit der Wellenlänge, die wir vorhin von der einzelnen Welle hatten, dann sehen wir jetzt, der Abstand ist immer gerade zwei solche Kästchen, zwei Kästchen von Pink zu Pink, zwei Kästchen von Rot zu Rot. Und jetzt sehen wir einfach mal hier oben, zwei Kästchen bedeutet eine halbe Wellenlänge. Das heißt, na toll, jetzt habe ich euch gesagt, ihr könnt es direkt da runterkleben. Und jetzt muss hier doch noch so viel dazwischen. Aber ihr kriegt es schon irgendwie hin und könnt es vielleicht auch ranquetschen. Sorry. Wir schreiben zwischen zwei Bäuchen beziehungsweise zwei Knoten. Ist der Abstand Lambda halbe. Weil das noch wichtig ist, markiere ich das mal noch. Okay, dann hätten wir soweit eigentlich alles zu stehenden Wellen notiert und ihr seid bereit, Aufgaben dazu zu lösen. Das heißt jetzt wirklich, den Wellenträger einer stehenden Welle zu bestimmten Zeitpunkten zu skizzieren.